Ja, hallo zusammen, mein Name ist Martin Ulmer. Ich darf mich hier gerade von der RPC in Köln 2016 melden. Hier am Stand von Dunkellicht, das neben anderen Büchern aus dem Papierverzierer Verlag heute hier vertreten ist. Ich mache das zum ersten Mal in dieser Form, deswegen mögen mir einige Schnitzer verziehen sein, auch wenn das Augenklimpern vielleicht zu heftig ist am Anfang. Die Messe ist rappelvoll. Wir sind jetzt am zweiten Messetag und das mag man auch vielleicht ein bisschen an der Stimme hören. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mal etwas über mein Buch erzählen darf. Dunkellicht selber ist ein Urban Fantasy Thriller, der erste Teil in einer Trilogie und spielt 1999, kurz vor der Jahrtausendwende. In der Welt von Dunkellicht geht es darum, dass unsere Welt eigentlich umgeben ist von Kraftebenen, die normalen Menschen aber nicht wahrnehmen können. Es gibt einige wenige Befähigte, die Fähigkeit haben, auf diese Ebenen zuzugreifen und die Kräfte dieser Ebenen auf unserer Welt zu verwenden. Unter diesen Kräften und unter diesen Gemeinschaften gibt es den Orden des Lichtes und den Orden der Dunkelheit. Beides Orden, die Ebene des Lichtes oder auch die Ebene der Dunkelheit repräsentieren und auf der Welt ihre eigenen Ränke schmieden. Diese beiden Orden haben zu Beginn des Buches einen Friedensvertrag ausgehandelt und einen Waffenstillstand vereinbart, der zu Anfang auch gehalten wird. Doch plötzlich werden Ordensmitglieder, Brüder dieser Ordensbruderschaften angegriffen und sehr erfolgreich gejagt und zur Strecke gebracht. Dahinter steckt aber keine andere Ordensorganisation, sondern eine weltliche Organisation in Form einer Söldneragentur, die von irgendjemandem den Auftrag bekommen hat, diese Ordensbruderschaften zu eliminieren. So viel zur Handlung, das wäre der Einstieg. Im Buch selber erlebt der Leser die ganze Handlung aus der Perspektive von 5 verschiedenen Hauptcharakteren, die alle auf verschiedenen Seiten in diesem Spiel der verschiedenen Ebenen stehen. Geh ruhig durchs Bild an. Komm einmal, bitte einmal, das ist jetzt live. Da ist ein Kabel zwischen und ihr wisst jetzt, warum er mich heute nicht interviewt, weil diese Stimme geht gar nicht. Ja, die Ann-Kathrin Karschnick hat nämlich gestern gelesen, so wie ich, und wir haben alles gegeben. Aber ich hatte noch ein paar Medikamente zu Hause, deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen besser. Wir machen nächstes Jahr wieder. Wir sind nächstes Jahr auch wieder hier. Genau. Viel Spaß, ich gehe jetzt essen. Tschüss. Zu Dunkellicht selber, das sind knapp 420 Seiten. Das Buch leuchtet im Dunkeln. Ich hoffe aber, dass das nicht die einzige Kaufentscheidung ist, die dazu führt, dass ihr dieses Buch vielleicht runterladet oder euch bestellt oder beim Buchhandel eures Vertrauens euch kauft, sondern dass es auch ein wenig euch um den Inhalt geht. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ihr findet mich auf Facebook oder auch über die Seite des Papierverzierer Verlages www.papierverzierer-verlag.de. Und ich glaube, das war's schon. Ich würde euch jetzt noch einmal den Stand zeigen. Ich hole mir immer das Okay vom Kameramann. Hier vorne ist die Sandra Baumgärtner mit ihren Büchern, den Chroniken der Hakzissa und Vampi. Wir fragen sie gleich mal, vielleicht will sie ja auch noch etwas zu ihrem Buch erzählen. Lange nicht mehr gemacht. Okay, du schneidest das ja danach, ne? Ja, ja. Cool.